ESTV – Videos aus der Region. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Sie richtig am Arbeitsplatz sitzen? Genau darum ging es bei einem von der AOK organisierten Ergonomie-Workshop für Mitarbeiter des Landratsamtes in Esslingen. Die AOK ist ein toller Partner, die im Rahmen der Gesundheitsförderung solche Angebote auch macht und hat uns dann den Herrn Rath empfohlen. Und wir freuen uns, dass er heute da ist. Und wir haben einen ganz tollen Zuspruch von der Mitarbeiterschaft bekommen, sodass wir die Veranstaltung zweimal hintereinander durchführen, weil wir über den Bedarf nicht mit einer Veranstaltung abdecken konnten. Beim Landratsamt ist man sich der Wichtigkeit des Themas Ergonomie am Arbeitsplatz durchaus bewusst. Denn wir glauben einfach, dass es wirklich ein Win-Win-Effekt für uns ist. Auf der einen Seite haben die Mitarbeiter, ich möchte auch sagen, Spaß dran und können sich wirklich auch einen gesundheitlichen Nutzen draus ziehen. Und ich denke, der Arbeitgeber selber hat wirklich den Nutzen, dass er gesunde Mitarbeiter, leistungsfähige Mitarbeiter hat. Und nicht zuletzt, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, dass wir damit auch punkten können im Bereich Arbeitgeberattraktivität. Physiotherapeut Stefan Rath zeigte den Mitarbeitern dabei, wie der Arbeitsplatz richtig eingerichtet sein sollte. Also von den Geräten bis hin zum Stuhl. Doch das ist nicht das Einzige. Leider ist es ja sehr häufig so, dass sich die ganze Thematik nur auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes reduziert. So wird es häufig dann auch von den Firmen entsprechend vorgegeben, von Fachleuten überprüft. Es gibt natürlich auch gesetzliche Vorgaben und da erschöpft sich das Ganze. Und was halt oft dann fehlt, ist der zweite Aspekt, nämlich der Bereich Bewegung. Und da kann jeder Einzelne sehr, sehr viel tun. Ich in meinen Vorträgen sage ich immer, Punkt 2, 3, 4 ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und da hapert es halt meistens dran. Für die Bewegung reicht es einfach aufzustehen und sich etwas zu strecken. Denn es geht um Abwechslung, dass man nicht nur die ganze Zeit am Computer sitzt, so Rath. Der Workshop kommt bei den Mitarbeitern an und die sind froh über so viele Tipps. Also ich werde jetzt als erstes mal nachher meinen Schreibtisch und meinen Stuhl mal überprüfen. Mal schauen, was man jetzt hier gelernt hat, ob das jetzt auch wirklich jetzt bisher so war. Und dann kann man es ja dann schnell mal anpassen und das kann man dann auf jeden Fall aufnehmen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir den Schreibtischstuhl passend einzustellen und auch regelmäßig mich selbst daran zu erinnern, dass ich mich tatsächlich vielfältig bewege oder dass ich meine Sitzposition entsprechend korrigiere. Und natürlich das Wissen, das ich jetzt hier mitnehme, versuche ich natürlich auch an meine Kollegen, die jetzt nicht am Kurs teilnehmen, entsprechend nochmal weiterzugeben, damit auch die vielleicht ein bisschen ja, besser sitzen und einfach dann in Zukunft auch keine Rückenprobleme haben werden. Vielleicht helfen auch Ihnen die Tipps von Stefan Rath für Ihre Arbeit. Die Mitarbeiter im Landratsamt zumindest können nun gut gerüstet an ihren Arbeitsplatz zurück. ESTV – Videos aus der Region.